In Bayern gibt es ca. 4200 Wasserkraftwerke. 200 davon produzieren knapp 94% des gesamten bayerischen Wasserkraftstroms. Die restlichen 4000 Anlagen liefern gerade noch 6%. Es sind diese Klein- und Kleinstkraftwerke, die einen wesentlich größeren ökologischen Schaden anrichten, als sie der Energiewende oder dem Klimaschutz nutzen. Zuallererst leiden die Fische. Fast alle Fließgewässerfischarten Bayerns, wie Esche und Huchen, stehen auf der roten Liste. Werden sie nicht durch die Turbinen getötet, müssen sie sich in einem komplett veränderten Lebensraum zurechtfinden. Das aufgestaute Wasser vor den Wehren wird wärmer, was kälteliebenden Arten wie Forelle oder Koppe Probleme bereitet. Die Wasserkraftwerke zerschneiden die Wanderwege der Fische. Ein weiteres Problem, denn Fische brauchen im Laufe ihres Lebens die Vernetzung unterschiedlicher Lebensraumtypen. Die Kraftwerke verhindern auch den Transport von Feststoffen wie Kies, dem natürlichen Baumaterial der Flüsse. Die heimischen Fischarten in Bayerns Fließgewässern sind aber Kiesleicher. Das heißt, sie legen ihre Eier im Kies des Gewässergrunds ab. Fehlt der Kies, können sie sich nicht fortpflanzen. Häufig wird für Wasserkraftwerke ein Mühlkanal angelegt. In diesen wird das Wasser aus dem Flussbett umgeleitet und zur Turbine gebracht. Im eigentlichen Fluss verbleibt nur noch ein kümmerliches Restwasser. Oft zu wenig für das Leben von Fischen, Amphibien und Insekten. Drei solcher Kraftwerke befanden sich bis 2013 an der Mitternacher Ohe, einem 17 Kilometer langen Fluss in Niederbayern. An allen drei Standorten war ein Triebwerkskanal angelegt worden und das natürliche Ökosystem des ursprünglichen Flusses war durch den ständigen Wassermangel erheblich beeinträchtigt. Doch für die Besitzer der Anlagen lohnte sich der Betrieb nicht mehr. Zum einen waren die Anlagen in die Jahre gekommen. Zum anderen verursachte der Klimawandel schwankende Wasserstände und die Stromproduktion war kaum noch rentabel. Der Landesfischereiverband Bayern konnte also gemeinsam mit dem Fischereiverband Niederbayern die Wasserrechte dieser drei Anlagen erwerben. Nach langen Planungen bekam die Mitternacher Ohe 2001 mit dem Abriss der Zehrermühle und der Hirselmühle 2007 langsam ihren freien Lauf zurück. 2013 war es soweit und mit der Mitternachtmühle konnte die letzte der drei Anlagen abgerissen werden. Unter großem Medienauflauf rückten die Bagger an und Stück für Stück verschwanden die alten Hindernisse im Fluss. Der künstliche Kraftwerkskanal wurde verfüllt, so dass sich im natürlichen Bachlauf der Mitternacher Ohe bald wieder das gesamte Flusswasser rauschend seinen Weg suchte. Acht Jahre ist der Abriss des letzten Hindernisses in der Mitternacher Ohe her. Auf der gesamten Länge des Flusses von 17 Kilometern können Fische jetzt wieder ungehindert wandern und sich der Lebensraum natürlich entwickeln. Der Gewässerökologe Clemens Ratschan kennt die Situation am Gewässer aus Untersuchungen für den LFV Bayern sehr gut. Er nimmt uns mit zu einem Ortstermin und zeigt, wie sich die Mitternacher Ohe nach ihrer Wiederbelebung Stück für Stück zum Positiven entwickelt hat. Clemens, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast hier an die Mitternacher Ohe. Wir stehen jetzt direkt am Fluss. Erzähl uns doch mal, was wir sehen und was dieses Projekt so besonders gemacht hat.
Wir stehen im ehemaligen Rückstaubereich der Mitternacher Mühle. Das ist die letzte Kleinwasserkraftanlage, die hier in dem Bereich rückgebaut worden ist. Und mit dem Abschluss dieses Teilprojekts ist das Ganze vollendet worden. Hiermit gibt es an der gesamten Mitternacher Ohe kein einziges Wanderhindernis, keine einzige Kleinwasserkraftanlage mehr. Dadurch ist ein sehr großer Lebensraum entstanden mit 17 Kilometern allein die Mitternacher Ohe plus der einmündenden großen Ohe und kleinen Ohe und der anschließenden Ilz ist es ein Lebensraumverbund, der in dieser Qualität und dieser Größe einzigartig ist in Mitteleuropa, kann man fast sagen. Insbesondere für den Huchen hat sich ja hier viel getan. Was ist denn da genau passiert? Durch diesen großen geschaffenen Lebensraumverbund können alle Altersstadien die idealen Habitate aufsuchen, die ihnen liegen. Es gibt hier sehr große Huchen, bis 1,30 Meter wurden sie schon mit der Angel gefangen. Wir haben elektrisch ein Exemplar mit 1,15 Meter gefangen. Der braucht natürlich tiefe Kolke. Und die Huchen können sich in dieser riesigen Strecke jetzt bewegen und Laichplätze aufsuchen, die zum Beispiel auch weit oberhalb dieser rückgebauten Kleinwasserkraftanlagen liegen. Deren Nachkommen verteilen sich dann wieder aufs gesamte Gewässersystem, ohne hier in Konflikt mit irgendwelchen Querbauwerken zu kommen. Was ist denn genau der Mehrwert von einem Rückbau gegenüber einer klassischen Fischaufstiegsanlage? Im Vergleich zum Bau einer üblichen Fischwanderhilfe haben wir einen erheblichen Mehrwert in vielerlei Hinsicht. Einerseits wird hier lokal vieles verbessert, weil der Staubereich wegfällt, weil die Restwasserstrecke wegfällt, das gesamte Wasser wieder im natürlichen Verlauf fließen kann. Es gibt auch jede Menge übergeordnete Dinge wie den Geschiebetrieb, der wieder natürlicherweise stattfinden kann. Und das Ganze hat eine ganze Reihe von Auswirkungen auf die Organismen, die hier leben. Beispielsweise das Donaubacheneinauge, das hier vorkommt. Da handelt es sich um ein sehr schwimmschwaches Tier, das übliche Fischwanderhilfen kaum überwinden kann. Ist die Barriere weg, dann ist das natürlich kein Thema mehr. Sehr wichtiger Aspekt ist auch der Themenkreis Fischschutz und stromabgerichtete Wanderungen. Bei Wasserkraftwerken geht der Großteil des Abflusses rein und Fische, die dem Abfluss folgen, landen somit zu einem großen Teil in der Turbine und werden hier potenziell geschädigt. Wenn ich das Querbauwerk rückbaue, dann ist dieser Faktor eliminiert und die Fische können auch stromab rückwandern, so wie es ihnen gefällt. Wie steht es denn heute um den Fischbestand? Wir finden hier eine typische Artengemeinschaft der Eschenregion vor. Neben der Leitfischart Esche und den schon erwähnten Huchen gibt es hier auch Bachforelle, Koppe, Neunauge, Aalrute zum Beispiel. Und als Besonderheit auf dieser Höhenlage kommt aufgrund dieses meandrierenden Laufs und des recht gefällearmen Verlaufs der Mitternacher Ohe gibt es hier auch Nasen und Barben sogar. Welche weiteren ökologischen Vorteile ergeben sich denn aus dem Rückbau? Ein sehr wesentlicher Faktor im Zusammenhang mit diesen Rückbaumaßnahmen ist sicher auch im Hinblick auf den Klimawandel zu sehen. Durch den geschaffenen Verbund können sich hier die Fische wieder ganz frei bewegen. Und das ist besonders wichtig, weil durch den Klimawandel ja Hitzeperioden länger werden und extremer werden, Niederwasserphasen länger andauern, Hochwässer extremer werden. Und dadurch können natürlich erhebliche Nachteile für die Fische entstehen. Wenn sie sich frei bewegen können, können sie zum Beispiel kühle Bereiche als Refugialhabitat im Sommer erreichen und hier überleben, was in einem zerstückelten Fluss in der Form nicht möglich wäre. Und was erhoffst du dir? Wie geht es hier weiter? Es wäre natürlich schön, wenn noch weitere Kleinwasserkraftanlagen hier rückgebaut werden könnten. Das betrifft den weiteren Verlauf der Ilz, ungefähr 45 Kilometer hinunter bis nach Passau, wo in der Donau ein ganz artenreicher Fischbestand erhalten ist, der tunlichst auch vernetzt werden sollte mit diesen Regionen heroben, wo tolle Laichplätze und Jungfischlebensräume erhalten sind. Eine tolle Entwicklung an der Mitternacher Ohe für Fische, Neunaugen, Wasservögel und Insekten. Der Einsatz der Fischer für die Natur hat sich also gelohnt. Aber es muss dringend weitergehen und auch die Politik muss ihren Teil beitragen.